Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kita-Rechtler-Podcasts. Mit mir im Raum ist meine Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Und ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und wir reden heute mal über das Thema, dass man die Kita-Aufsicht, dass man seine Kita-Aufsicht als Träger auch und vor allem als Fachberatung verstehen sollte. Wir haben leider immer wieder so ein bisschen das Problem, dass viele Einrichtungen, natürlich nicht alle und es wird auch nicht die Mehrheit sein, aber doch viele Einrichtungen mit einer ganz großen Skepsis ihrer eigenen Kita-Aufsicht gegenübersteht und man immer... Sie sehen darin halt einfach den Feind. Richtig. Es ist die Aufsicht und die kann Bußgelder verhängen. Die kann mir die Einrichtung sofort zumachen und die nehmen mir alles weg und morgen habe ich nicht mehr... Deswegen will ich am liebsten gar nicht mit denen reden, dann fliege ich unterm Radar und dann bleibt alles gut. Das ist aber natürlich nicht die gesetzliche Vorgabe und auch wahrscheinlich nicht der Fall, ziemlich sicher nicht der Fall. Es mag kleine Ausnahmen geben, aber wie sich eine Kita-Aufsicht auf sich selbst versteht, denn sie ist zum einen natürlich die Aufsichtsbehörde, das kann man gar nicht abstreiten, das ist der gesetzliche Auftrag, aber es ist zugleich auch der gesetzliche Auftrag, dass sie beratend den Trägern zur Seite steht. Genau. Sie soll also bei allen Fragestellungen, die der Träger so hat, soll grundsätzlich die Beratung dort angeboten werden und Hilfestellungen gegeben werden bei allen möglichen Problemen. Das heißt, eigentlich sollte man proaktiv hingehen und sagen, hier, das ist das und das habe ich vor. Habe ich vor oder ich bin jetzt an einem Problem auf einmal, was ich nicht weiß, wie sich es entweder entwickelt oder wie ich es meistern soll. Also ganz einfach gesprochen, soll ich nach links oder soll ich nach rechts gehen? Oder mir ist da womöglich ein kleines Malheur passiert. Also ein Problem ist entstanden, an dem ich nicht ganz unschuldig bin. Und jetzt habe ich ein Problem, wie ich das Ganze aufarbeite, beziehungsweise wie ich es wieder ungeschehen mache. Und gerade beim letzten Punkt, da versuchen doch viele Träger nachvollziehbar, sich eher wegzuducken und zu hoffen, dass es niemals rauskommt. Und genau das ist das Problem, weil irgendwann kommt's halt meistens doch raus. Ich meine, sie beschäftigen Erzieher und Erzieherinnen, die haben das in ihrer täglichen Arbeit. Vor der Nase, wenn Kinder was anstellen, es kommt ja auch immer raus. Ja, auf jeden Fall. Oder? Also sagen wir, wenigstens häufig kommt es raus. Und genau das Gleiche ist bei der Kita-Aufsicht natürlich auch der Fall. Was auch immer bei dem Träger gerade passiert ist, selbst wenn es heute nicht rauskommt oder nicht dieses Jahr, irgendwann wird's rauskommen und dann denkt sich die Kita-Aufsicht natürlich, okay, warum sind die nicht zu mir gekommen? Dann hätten wir das Problem irgendwie klein halten können oder hätten es schon viel früher lösen können. Und jetzt habe ich aber irgendwie richtig schlechte Laune, weil die haben das absichtlich verheimlicht. Beziehungsweise ich habe nicht nur schlechte Laune, ich habe das Problem, dass ich davon ausgehen muss, dass wenn mir schon eine Sache verheimlicht worden ist, dann wird es auch womöglich bei den weiteren Geschichten, die vielleicht angefallen sind oder vielleicht von Eltern angedeutet worden sind oder vielleicht von Erziehern einmal hochgebracht worden sind, ähnlich gewesen sein. Das heißt, ich gucke jetzt mal richtig genau hin. Ja, und ich habe das das Vertrauen letztendlich in die Zuverlässigkeit eines Trägers nicht mehr so ganz stark. Denn zur Zuverlässigkeit gehört ja eben auch, dass der Träger versteht, wie er im System der Jugendhilfe letztendlich zu agieren hat und zu dem System gehört hat, dass er eine Aufsichtsbehörde zwar vor sich hat oder über sich hat, aber zugleich auch eine Fachberatung und dass die gemäß der gesetzlichen Vorgaben halt eben auch hinzuzuziehen ist, wenn es zu größeren oder kleineren Problemen kommt. Wir versuchen immer, natürlich geht es darum, man muss sich nicht unbedingt selbst belasten. Das ist einfach der Grundsatz im Recht, dass man natürlich nicht damit hausieren gehen muss, dass man etwas fürchterlich falsch gemacht hat. Auf der anderen Seite sind wir natürlich der Auffassung, dass ein Problem am besten zu handhaben ist, wenn es frühzeitig erkannt und dann gleich, meine Kollegin sagte es gleich, proaktiv angegangen wird. Das heißt, etwas, wie gesagt, lange zu verheimlichen, ist selten die beste Idee, weil das ist so ein bisschen wie der Schneeball und der dann zur Lawine wird. Es wird immer größer und es gibt so einen Rattenschwanz. Man macht sich womöglich erpressbar von den Erziehern oder, das kommt auch ganz häufig vor, dass Eltern
Nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal ein schönes Beispiel. Kind ist weggelaufen. Ist einfach aus der Einrichtung ausgebüxt. Klassisch, es wäre zu melden gewesen. Und als besonderes Vorkommnis, was das Potenzial hat, dass das Kind irgendwie, dass das Kindeswohl gefährdet ist. Also, ein ausgebüxtes Kind hätte gemeldet werden müssen. So. Nun sagt man den Eltern beim Abholen, dass heute das Kind ausgebüxt ist, aber gar kein Problem. Das haben wir nach 15 Minuten die Straße runter beim Supermarkt wieder getroffen. Vielleicht sagt die Mama in dem Augenblick noch. Na, da haben wir aber alle Glück gehabt. Haben wir Glück gehabt. Und die ist völlig und auch noch dankbar, dass das Kind so schnell gefühlt, so schnell wieder eingesammelt worden ist. Und sie mag sowieso die Erzieher und wird ihnen alles verzeihen. Aber abends spricht ihr das Ganze beim Armbrot an. Denkt der Mann hat drüber vielleicht einen anderen Sicht der Dinge und man geht womöglich sich einmal erkundigen, ob das denn alles so mit rechten Dingen zugeht. Weil es ist ja bekannt, dass dieses Tor eigentlich so selten zu ist und meistens offen steht, weil die anderen Eltern beim Abholen es halt offen stehen lassen und da auch kein großes Schild ist. Oder die andere Alternative ist, dass, man zwar in dem Augenblick drüber hinweggeht, aber irgendwann ein halbes Jahr später oder ein Dreivierteljahr später passiert es, dass man justamente mit dieser Mama ein bisschen uneins ist über den Übergang, was nehmen wir, Krippe in die Kita oder ob das Kind zurückgestellt werden soll oder ob das mit dem Bioessen alles so funktioniert oder ob es dreimal ein zu spätes Abholen gegeben hat, jedenfalls irgendeine Unstimmigkeit. Irgendwas anderes kriselt und dann fällt der Mutter das wieder ein. Und fängt mal an, fleißig über Bande zu spielen. Ist sowieso unzufrieden auf einmal mit ihrer Einrichtung, will sich zu diesem aktuellen Punkt mal irgendwo beschweren, ihrem Herzen mal so ein bisschen Luft machen. Und natürlich, weil man schon so lustig dabei ist, dann bringt man noch die alte Kamelle hoch. Bums. Und dann denkt sich eine Aufsichtsbehörde, die gerade eine sehr unzufriedene Mama am Telefon wohlmöglich hat. Moment, ich werde da hier mal ein paar Seiten weiß zurück ich ja gar und nichts. Ich weiß davon nichts. Mir hat es niemand erzählt. Dann und, ist sie schon wieder nicht dann, gut dann, auf den dann sind wir vielleicht auch noch dabei. Da sind wir vielleicht auch noch dabei, dass die Mama, weil übertreiben veranschaulicht und man muss ja richtig was erzählen, sonst wird einem ja nicht geglaubt, die Sache so ein bisschen hochjatzt und dann meint, ja, das würde ja andauernd vorkommen, dass da Kinder irgendwie ausbüchsen. Und andauernd steht da die Tür offen. Da hat man als Träger erstmal Kopfschmerzen. Erklärungsnot. Und dieses kleine, ganz simple Beispiel, was andauernd im Kita-Alltag vorkommen mag, zeigt eigentlich ganz gut, warum man gerade bei solchen Punkten proaktiv vorgehen sollte. Und wenn man feststellt, huch, ich habe im Eifer des Gefechtes es nicht gemeldet, dass ein Kind ausgebüxt ist, ja, dann macht man das halt später. Dann sollte man, klar, man kann sich dann immer auch anwaltlich beraten lassen, dafür sind wir da. Aber dann wird man wahrscheinlich zu dem Punkt kommen, stimmt, ist mir durchgerutscht letzte Woche. Ich hol's nach und ich sage, es ist mir durchgerutscht. Dann erkläre ich das, warum es mir durchgerutscht ist. Dann werde ich als Kita-Träger sagen, ja, ich habe zuerst ans Kind gedacht. Wir haben das Kind eingesammelt. Wir haben ein riesengroßes Schild an die Gartentür genagelt, dass die Eltern gefälligst aufpassen müssen. Ich habe mein Team instruiert, dass die immer einen Blick drauf haben und dass es einen Anpfiff für Eltern gibt, die dieses Tor weiter offen stehen lassen. Alle so eine Dinge und stimmt, echt, das war ein Prozess, da haben wir 2-3 Tage für gebraucht, um das alles neu einzutakten. Wollten wir sie auch noch informieren. Richtig. Und nach 3 Tagen ist es mir erstmal so ein bisschen aus dem Blickfeld geraten und gestern ist es mir nachmittags 7 heiß eingefallen, als ich am Tor stand. Peng. So, dann erklärt man das. Nun mag es größere Versäumnisse geben, aber auch da sollte man überlegen, wie weit man nicht doch seine Kita-Aufsicht mit einbezieht, weil, denken wir es immer vom Ende her, es sonst womöglich doppelt und dreifach zu Irritationen, zu Missstimmungen bis hin, und das ist der Punkt, Bußgeldern aus Ordnungswidrigkeiten kommt, sollte es doch mal herauskommen, das Ganze. Das so zum Thema Kita-Aufsicht und dass die Kita-Aufsicht immer so böse ist und ganz gefährlich ist und Es ist natürlich im Konzept der, oder nicht der, sondern viele Aufsichtsbehörden ein bisschen, obwohl ist es unglücklich, wir wissen es noch nicht so ganz. Es fühlt sich zumindest zunächst erstmal unglücklich an, dass oftmals die eine Person dort sowohl die Aufsichtsaufgaben im Sinne der Verwaltung
innehat und zugleich aber auch die Beratungsaufgabe. Es ist wohl in Hamburg jetzt so, dass seit kurzem... Es ist zwar eine Behörde, aber unter einem wohl, Dach, aber es sind trotzdem zwei unterschiedliche Ansprechpartner. Richtig. Also da hat man wohl es getrennt. Es ist immer noch wahrscheinlich dort das Referat Kindertagesstättenaufsicht, aber man hat es halt im Hause getrennt, dass es einerseits eine Person für die Beratungsleistungen gibt und andererseits eine Person, die für die aufsichtsrechtlichen Maßnahmen zuständig ist, um dort nicht... um dort eine klare Trennung herbeizuführen. Wir gucken uns das, ist noch nicht so lange jetzt in Hamburg und wir haben darüber uns noch kein abschließendes Bild machen können, aber wir finden es zumindest interessant und werden das auch weiter beobachten, welches Modell sich da als das Bessere, vor allem, was ist besser? Also das ist so, was ist da der Maßstab? Aber vielleicht gibt es dazu nochmal neuere Erkenntnisse. Wir können uns zum Beispiel auch vorstellen, dass das Hamburger Modell, nicht so ganz funktioniert, weil es womöglich entweder auch ein wechselseitiges Ausspielen gibt oder der Informationsfluss nicht so richtig funktioniert mit der gebotenen Schnelligkeit. Also das ist so. Und hier ist es ja im Moment zum Beispiel noch so, dass dadurch, dass es eine Personenidentität gibt, kann man halt auch einfließen lassen, na gut, ansonsten haben sie ja gut mitgearbeitet, das ist jetzt hier ein kleineres Versäumnis, was zwar normalerweise möglicherweise Bußgeld bewährt ist, aber weil ich weiß, dass die sonst immer gut mitgemacht haben, kann ich hier mein Ermessen ein bisschen ausüben und kann das Bußgeld geringer ausfallen lassen oder sonst was. Oder es bei einer strengen Ermahnung belassen. Oder sowas, genau. Und das könnte halt in Hamburg auch mit entsprechender, mit entsprechender Rücksprache könnte man zur gleichen Erkenntnis kommen. Aber es ist immer noch eine Rücksprache und dann muss eine andere Person irgendwie verbalisieren, den Eindruck, die Zusammenarbeit, das ist hören, nicht wissen, das ist, zur Kenntnis nehmen, nicht fühlen. Also es ist vielleicht auch noch so ein kleiner Unterschied. Wir wissen noch nicht, wo da die Reise hingeht und was die beste Lösung dafür ist. Aber wir wollen trotzdem nochmal dieses Thema mitgeben. Wir streiten uns unglaublich gern mit den Aufsichtsbehörden. Da haben wir überhaupt keine Beißhemmung. Aber wir sehen auch, dass eine Aufsichtsbehörde in dem Sinne sich auch selber als eine Beratung, als eine Fachberatung versteht und dass die an dem Punkt halt sehr unglücklich sind, wenn sie das Gefühl haben, völlig außen vor gelassen zu werden. Und das darf man nie vergessen. Das sind in den Aufsichtsbehörden, in den Kita-Aufsichten, Damen und Herren, die ganz, 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 ganz blöd aussehen, wenn mal in einer Einrichtung Schlimmes passiert. Denn in dem Augenblick, wenn etwas ganz Fürchterliches in einer Einrichtung passiert, wird die jeweilige Fachvorgesetzte oder der Fachvorgesetzte, der Senator, Minister, ganz streng sich im eigenen Haus umhören, wer da angeblich womöglich Mist gebaut hat. Wann war das letzte Mal jemand in der Kita und hat sich die angeguckt? Ist da streng dazwischen gegangen und hat sich bei Missständen aber ganz, ganz, ganz heftig hervorgetan mit dem Verteilen womöglich von Bußgeldern. Auf der anderen Seite werden bei solchen Geschichten immer, wir erleben es immer, die Zeitungen fragen, warum hat da niemand aufgepasst? Man steht also da, wenn etwas passiert, ganz, ganz, ganz doof da. Und deshalb haben die Aufsichtsbehörden, die Kita-Aufsichten einfach eine große Sorge, dass ihnen Träger so unter dem Radar entlang segeln und dort Missstände hochkommen, weil etwas verheimlicht worden ist, und zwar gravierender Art. Und ob etwas gravierend ist oder eine kleine, leichtes Versäumnis, das soll nicht unbedingt der Träger entscheiden, sondern eben die Person, die dafür Kraft Gesetzes als Aufsicht und Fachberatung zuständig ist. Und deshalb will man eigentlich eher mehr wissen und versucht auch sehr genau mit den Trägern ins Gespräch zu kommen. Nur dazu gehören zwei. In dem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.